Ja, es ist eigentlich zu weit. Ich muss das nachprofitieren. Ich habe lange Zeit rausgezögert, aber es ist jetzt zu weit. Ja, ich weiß gar nicht, was ich labern soll für die nächsten 35 Minuten. Und das ist momentan das bisschen das Problem, was ich habe. Aber egal. Alright, Mac, you move. Dieses Match hat mir so derbe den. Ja, ist mein Herz in die Hose gerutscht, aber richtig. Da dachte ich, ja, Minotauromon und Tyrannenmon sind ja noch einfach, aber ich habe all Digimon total vergessen gegen ihn. Und der war die reine Glückssache, dass ich ihn noch gerade zu ihm geschafft habe. Müsst ihr doch mal sehen, ey. Ich bin so derbe maßlos unterlevelt, das ist schon nicht mal lustig. Es ist wirklich nicht mal lustig. Ich habe das selbst gemerkt. Natürlich tut man das so ein bisschen, ja, Spannung aufheben, wenn man so ein bisschen unterlevelt ist. Aber ja, bei meinem Fall ist es ja momentan so, dass die Digimons bei der Training nicht das machen, was sie sollen. Also dreimal das Kreis machen und dann das vierte Mal noch hinterher einjagen, ne? Das machen meine Digimons momentan ja nicht. Und das ist richtig tödlich bei diesen Arena-Kämpfen. Und deswegen bin ich immer so, trainierst du eben noch ein bisschen, aber ich weiß gar nicht, was ich da labern soll wegen trainieren. Deswegen hatte ich mal gesagt, wegen Cutten, ich werde das, wenn ich grinde, eben schon was aufnehmen und dann irgendwie vorspulen, irgend sowas in der Art, so. Aber na gut, ist ja egal jetzt. So, gegen Minotauromon war das noch ein bisschen recht einfach noch gewesen. Aber das Match hat mir so derbe gezeigt, wirklich derbe gezeigt, wie maßlos ich unterlevelt bin. Bei den anderen Matches, Faromon und Master Turanmon, war das genau das gleiche. Okay, ich hatte auch Glück gehabt mit den Evolution Boost gab Explosion eben, ne? Geld auf Destiny auf jeden Fall. Und ah, jetzt kommt heran, Mann. Auf jeden Fall war das so richtig nervig gewesen. Also ich habe das selbst gemerkt, dass es das ein bisschen nervig ist und ich muss unbedingt trainieren. Die nächsten 10 Parts, keine Ahnung, ich glaube die nächsten 3 Parts oder so werden auf jeden Fall trainiert werden. Es geht auf keine Kur. Also es ist maximal 2-3 Stunden, wo ich trainieren muss. Ja, ich sage muss. Aber egal. Glaube ich, bin ein bisschen übersteuert, aber egal. Ja, das Match war wirklich. Ich habe versucht, auf jeden Fall Patamon so lang wie möglich zu erhalten. Wegen diesen Explosionen. Ich möchte ganz gerne Gate of Destiny wieder haben, aber es hat nicht so ganz geklappt. Nur normalerweise, wenn ich hier privat spiele, dann bin ich hier bei 1000 HP noch was und ich mache die Gegner mit 2-3 Hits down. Aber da, ich weiß nicht, gar nicht, das ist so richtig nervig, aber na gut. Ja, auf jeden Fall wird dann die nächste dann weiterkommen, Digimon World und Digimon World und Pokémon wieder. Pokémon muss ich immer noch das eine Video veröffentlichen, aber mache ich erst, wenn Digimon wieder online kommt. Also spätestens morgen oder so. Morgen oder übermorgen. Ja. Ja, man merkt es wirklich richtig an, dass. Ja. Ja, hat mich so derbe aufgeregt, so ein bisschen so. Ja, nicht aufgeregt, aber irgendwie so rumgesagt, ja, ich bin noch schwach gegen solche Kämpfe. Ich bin auch noch schwach gegen solche Kämpfe. Man merkt es aber auf jeden Fall. Gegen Gatamon. Oh Gott, ich will gar nicht de dran denken, gegen Gatamon zu kämpfen momentan. Aber egal. Ich habe noch vorhin 2 Folgen Terraria aufgenommen wieder. So, Terraria ist da. Und ich werde versuchen, Digimon und Pokémon und Terraria halbe Stunde Part zu machen. Das Digimon hatte ich nicht mehr auf der Rechnung gehabt. Aber so derbe nicht mehr auf der Rechnung gehabt. Apemon ist übel stark.
Richtig, und der... Ja, wenn Digimon es nicht verteidigen wollen, wie sonst immer, dann ist es ein bisschen schlecht und ja. Hab ich umgewechselt. Eigentlich hätte ich auch hier die DNA-Digitation machen können, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht gemacht habe. Nur ich wollte die Pokémon irgendwie noch behalten. Glaube ich auf jeden Fall. Aber ich mache so wenig Damage, ey. Das ist ja wirklich unglaublich. Und er macht ja mit 340 und hast nicht gesehen Damage einfach nur. Ah. Alles funktioniert nicht, Fana funktioniert nicht. Ich musste entweder wechseln oder Items benutzen. Ich hatte nur ein Power-Up. Das war das Todesurteil bei diesem Match gewesen. Aber das ist das richtige Todesurteil. Ja, leider hat das nicht ganz geklappt mit den Degradationsexplosionen, aber egal. Ich machte mehr Schaden, als wenn ich mir meine Eisda-Attacke oder Magie-Schaden gemacht habe. Das ist so lustig. Jo, jetzt wird's spannend, ey. Kotomon. Grammon wollte ich ja nicht benutzen, weil ich ja nicht so Attacken hatte, aber er hatte mehr Verteidigung eben, ne? Ja, warum ich die Station nicht eingesetzt habe, das weiß ich bis heute nicht. Aufnahme ist das circa 1,5 Monate her. Das Blöde ist eben, er hat auf Stärke und auch auf Speed da trainiert und er hatte Glück gehabt, dass ich hier... Und er hat sehr viel abgewehrt, muss man auch schon sagen. Ja, auf jeden Fall war das Match richtig spannend gewesen. Also ich, mir ist wirklich, so gesagt, das Herz stehen geblieben, aber so richtig stehen geblieben. Also ist nicht so, ja, kurz Herzinfarkt oder so gehabt, aber es war schon so. Ja, kein Power-Ups mehr gehabt und es war wirklich, ab jetzt, genau. Jetzt war es richtig, richtig spannend gewesen, weil nur noch 43 HP gegen Edmund. Heat Cutter oder Frost Cutter. Ich war am überlegen, was ich einsetze und ich hatte einfach Heat Cutter eingesetzt. Es ging durch. Ich dachte, er wehrt das jetzt ab und er war down. Ich war so happy gewesen, ey. Es war richtig schwierig und richtig knapp, ey. Es war wirklich, das Match war nicht lustig. Sonst hatte ich immer Spaß an den Matchen gehabt, ne? Aber das Match hatte ich überhaupt keinen Spaß. Oh, you are pretty good. What is your name? Ja, Sextate. Ich war so aufgeregt, ey. Also ich war aus dem Häuschen gewesen, wo ich das endlich mal geschafft habe. Ja, es war wirklich ein großartiges Match. Also sehr. Also das hat mir so viel gezeigt momentan. So, I got the Cyber Battles and Silver Ticket. You will need in the letter. There are important items to don't lose them. Okay, wichtige Items. Danke dir. Susako in den ist unser nächster Gegner. Und das wird noch lange dauern, bis wir da hinkommen. War ich froh, das Mess so hinter mir zu haben. ja, ich bin momentan auch überlegen, ob ich jetzt ein bisschen trainiere. Wegen dem Schwarzmarkt. Ich muss mir unbedingt Schwarzmarkt-Items holen. Und die komme ich nicht weiter. Ich muss ja noch das BIOS noch installieren für die Mario Kart eben. Oh, hier nicht immer so dann versestaten oder sowas in der Art. So. Wir müssen auf der Suche nach einer Karte machen. Also Gilmon hat so eine Karte und da sind wir momentan auf der Suche dabei. Oh mein Gott, ich habe die rechtlichen 20 Minuten schon mal vorgespoilert. Teddy, hey, this is big, really big. Was ist denn zu groß? Was ist denn zu groß?
Was ist mit dir los? Bist in Eile. Lucky Mouse ist erschienen. Ja, super. Lucky Mouse. Was? Lucky Mouse? Do you know? Ein genialer Hacker, ja. In der Tat. You can hack into any program. Ja, wunderbar. Oh, okay. I'm a big fan of his. I really want to meet him. Him. To meet him. Ja. Du, Nachricht. Ist es so, dass so jeden Digimon-Spieler? Online-Spieler? Ja. We undergoing emergency main test at this time. Gut. Also, es ist eine Zufferwartung. Notfallserwartung. Hat so ein bisschen wie Doc Hack und Sword Art Online. Ich habe Sword Art Online noch nicht geguckt, also von daher. Ich glaube, es gefällt mir auch nicht, Sword Art Online. Nein, aber es ist jeder seine Sache. Did you hear that? I'm sure Lucky Mouse had something to do with that. Man, I can't stand it. I'm gonna go find Lucky Mouse. So ein bisschen Rechtschreibfehler und so alles drin, ne? Man merkt, dass es früher war. Ist auch was like, fast so schnell. Na gut, wir sind noch momentan auf dem Weg zu den Gondel. Aber da braucht man wirklich eine Karte und das hat Gilmon und ich bin ja gerade auf der Suche nach Gilmon. Und, ja, das ist nicht lustig, wo der ist. Also ich weiß, wo der ist, aber ich, ja, ist wieder typisch, dieses wäre eine Aufnahme, wenn es drauf ankommt, kann ich das nicht. Also eben, ne? Aber na gut. Ja, ich bin auch momentan auch ein bisschen so an Digimon Kartenfarmen, so ein bisschen. Booster Packs und eben alles und irgendwann sind die Karten zu teuer irgendwie zu kaufen. Das ist momentan noch ein bisschen das Problem. Also ich bin noch maßlos unter Level. Ich habe nicht so nicht das Geld, was ich haben sollte eigentlich. Und das ist ja wirklich momentan das Problem. Ab das nächste Gebiet kriege ich ja ein bisschen mehr Geld sehr. Also hoffentlich mehr Geld. Ach, Footmon. Ach, der Footmon. Ich sollte aufhören, weil es so spät nachkommt mit dir. Aber egal. Luftschuss! Ja, das bringt ja nicht viel, wenn ich dann auf Wookie Level bin und der Champion oder so. Nee, nee, das bringt ja nicht richtig viel was. Ja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Evolenz vorbei. Ich habe auch ein neues Projekt schon ein bisschen angefangen. Werde es, glaube ich, auch schon morgen hochladen. Also werdet ihr schon sehen, was das ist. Und ja, ich freue mich schon darauf. Es wird ein bisschen länger dauern, der Let's Play. Ja, ich hoffe, dass ich nicht wieder so nach 10 Parts irgendwie eine Woche lang nicht spiele oder das total wieder vergesse. Das ist ja momentan mein Fall, weil kann nicht so. Ja, früher war das so, also wenn ich einfach so war, konnte ich ja mal so ein Spiel spielen, bis ich dann durchgespielt habe. Also am meisten so 16, 17 Stunden am Tag oder so, ne? Aber irgendwann geht mir die Lust vorbei, dann spiele ich das wieder und dann spiele ich irgendwie gar nicht mehr. Das ist so momentan bei mir mit Persona 4. Ich habe das durchgespielt und einmal und zweimal und dann habe ich gar nicht mehr angerührt seit ungefähr. Ja, doch noch ungefähr 3 Jahren nicht mehr angerührt, das Spiel. Obwohl das Spiel richtig Spaß macht. E-Station. Mit der E-Station kommen wir rüber zu den anderen Gondeln. Anders, zu einem anderen Gebiet. Who is in charge here? Where is everyone? BB Power on System Reboot. Wow, what? I am the operating system of Deepak Crisis Control.
Die Tunnel hat zur Gunde headed towards South Sector. Er kommt auf his blue card is retired. Digimon born from a blue card processed obtained is from those Digimon. Das ist die Digimon born from a blue card. Ja, man ist auf der Suche nach der blauen Karte und Digimon hatte eine blaue Karte. Nur das Problem ist ja nur, Digimon ist halt jetzt versteckt. Und da fängt die Suche ein bisschen an. Ich habe überall nachgesucht, aber ich habe ihn bis jetzt noch nicht gefunden. Aber es wird bestimmt auch nicht mehr lang dauern. Hoffentlich. Und ja. Doppelguard ist erhöht Verteidigung. Ich weiß nicht, ich finde bei Digimon Versus Versailles 3 haben die Statuseffekte nicht so wirklich viel zu tun. Außer Fluch und Gift. Oder Schlaf noch. Restliche so Verteidigungsplus oder Angriffsplus kann man meiner Meinung nach ein bisschen vergessen. Aber das ist nur meine Meinung. Komm, Cardmon, gib mir die Karte. Ja, und wie gesagt, Digimon wird noch lange gehen, also 2003. Was mit einem Projekt mit Kaiser Mario ist, ja, ich muss nur noch das Butter-Level machen, aber wegen dieser Nintendo-Geschichte eben, dauert es halt ein bisschen länger, wenn ich jetzt, zum Beispiel jetzt, weil ich muss ja noch Mega Man 1 noch machen, Buster Only Run, und das wird ja ein bisschen dauern. Ja, wie gesagt, die Sachen mit dem Nintendo da, wegen Werbung draufschalten, also könnt ihr euch App-Blocker dran machen, wenn irgendwelche Spiele von Nintendo abgeloadet wird. Somit kriegt Nintendo ja kein Geld. Wie gesagt, Digimon ist jetzt verschwunden, man muss ja Digimon suchen. Und die DNA von Wargromon finden, muss ich auch noch. Das wird lustig, noch die ganzen Wargromon Metal Greymon zu besiegen und so alles. Das wird noch richtig lustig. Für die DNA alles. Aber egal. Ja, es ist jetzt das reinste Umgefarme momentan. Und auf Suche. Da es ja nicht mehr so ein bisschen lustig ist. Also ich finde das jetzt nicht mehr lustig. Also. Ja, wie gesagt, ich muss noch viel trainieren, ich muss noch viel machen, ich muss noch viel machen. Das alles zu zeigen, dass es bestimmt 100 Parts werden, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich versuche Digimon 2003 und Pokémon Blaue Edition eben auf 30 Minuten ein Part zu machen, seitdem ich ja den Strike ja wieder weg ist. Somit würde es ja schneller gehen, also. Für mich wäre das ja in Ordnung gewesen. Ich könnte auch eine Stunde Part machen, weil eine Stunde Part wird ja keiner gucken. Das ist das Problem. Ich bin ja immer rumwechseln, ob ich Renamon oder Patamon trainiere, weil Kotomon ist ja schon stark genug eigentlich. So gesehen, aber stark genug ist ja wie gesagt relativ. Wie gesagt, jetzt das reinste Gamer-Besuche. Müde. Aber egal. So, nur noch 15 Minuten. Ja, was kann ich noch sagen? Auf jeden Fall wird es jetzt ab diesem Monat ja weiter mit Digimon 2003 gehen. Pokémon weiter. Also wie in April schon angekündigt. Nur, dass es nicht täglich kommt, sondern nur dann, ich weiß nicht, alle zwei oder drei Tage mal, wenn ich keine andere Folge habe oder Parts oder so. Das ist nur noch das gleiche mit Borderlands und so alles. Also, das Problem ist ja nur, wie gesagt, das ist so ein Random-Bug, was ich momentan habe. Das ist so ein bisschen recht nervig, weil vorhin, also den letzten Part von Everland eben, meinte so nach 5 Minuten, ja, es ist fertig, aber es war nicht fertig, so, ne?
war nur irgendwie 2 Minuten gerendert oder so. Also 2 Minuten gerenderte Filmmaterial und dann nur noch Audiospur. Und das war auch nicht so, das war dann nochmal gerendert und so funktioniert es auch wieder. Na gut. Auf jeden Fall wird es dann, also Borderlands wird täglich geben, genauso wie Super Mario Xing, Bros. Xing, auf jeden Fall, es wird auch nicht täglich gehen, aber so, auf jeden Fall, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, wird es auf jeden Fall das geben. Oder wenn ich Lust darauf habe. Also, der Hack macht wirklich Spaß, das Spiel. Also, es ist ja ein eigenes Spiel, aber es ist nichts mit Nintendo oder so. Da hat Talkhouse, also Rockhall und seine Leute richtig gute Arbeit geleistet. Also der Hack wird noch richtig schwierig noch an ein paar Stellen noch. Und ja, es ist kein Hack, es ist ein eigenständiges Spiel, aber trotzdem ist das so ungefähr ein Mario-Hack. So gesehen. So, ja. Oh Gott, ey. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall wird noch Demon weiterkommen und dann guckt man auch wieder. Und ja, ich muss immer überlegen, ob ich dann noch, also weitermachen natürlich das schon, aber ob ich jetzt wie heißt es, was antwortet, ich muss ja noch online noch spielen, ich muss noch Dragon Nest noch weiter spielen. Und ja. Also Dragon Nest macht immer Spaß und Rapper noch Online 2 macht auch sehr viel Spaß. Aber das momentan ist halt, wie gesagt, dass ich wirklich dieses Render-Problem habe, wo ich ein bisschen am Stocken bin, um irgendwas aufzunehmen. Also ich versuche jetzt neuerdings auch ein bisschen abwechslungsreich reinzumachen. Aber ich muss ja gucken, wie er schon bemerkt hat, habe ich meine Opferplan da Liste wieder runtergenommen. Also es ist nicht mehr aktuell, also auf jeden Fall. Ich bin auch überlegen, ob ich noch einen Kanal aufmache, wo genau der Plan für diese Woche dann ist, weil wäre es ein bisschen einfacher, als statt immer rumzutippen oder so. Komm, da sagst du einfach hier, komm, mach ein Video kurz, ne? Machst du hier tak, 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 tak und dann gut ist. Dann brauchst du nicht immer umzuändern oder was in der Art. Weil es ging ja auch schnell, wenn man so zack, zack, zack macht und so. Aber gut ist. Ja, mal wieder Training. Weil ich auch gemerkt habe, dass meine Geschwindigkeit so ein bisschen niedrig ist und wie ich hier unschwer erkennen kann, ist es so. Zweimal geht's gut und dann, ja, fällt es. Okay, ja. Da war ich wieder so ein bisschen am Rumfluchen, aber nun gut. Man kann ja nichts dafür, aber irgendwie ist es schon ein bisschen doof. Da kommt Patamon. Ja. Ja. Einmal, bitte. Oh, du fällst, auf Patamon. Ja, aber du wolltest wenigstens Speed bekommen. Jeden Fall, ich muss auf jeden Fall Angriff und Speed trainieren. Weil es wird mich so derbe noch den Arsch aufreißen, noch aber so richtig. Oh je, der nächste Battle. Den habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Mystery Player, hey, Welt abgibt. Are you talking to me? Of course, I mean you. You be Cyborg leader, aren't you? Yeah, and you are? My name is Keith. Better remember my name. I'm the one that's going to win the tournament. This tournament. Okay. Oh yeah, we just have to wait and see. Das Match, glaube ich, war auch nochmal richtig spannend gewesen. Also
bei dieser eine Stunde Aufnahmesession ist mir wirklich ein paar Mal das Herz derbe gerutscht, also so richtig derbe gerutscht, aber das ist jetzt wirklich... Das Match war auch wieder so, ja, ein bisschen knapp, aber nicht so knapp wie das gegen Cyro, aber es war auch knapp gewesen. Ja, brauchen wir nicht so labern, den abwehren, aber na gut. Sogar mich gemonnen hätte er 1900 Damage. 1109 Damage. Das wird noch richtig spannend. Hoffe, ey. Ich bin froh, dass ich noch ein bisschen auf Speed trainiert habe. Sonst hätte ich keine Chance gehabt. Da 353 Damage. Abwehren ist wunderbar. Und hau rein. Ja. War Volltreffer und das war kein Volltreffer. Wenn die große Explosion ist, macht er immer so ein bisschen große Damage. Das ist gut zu wissen immer. Ja, er lebt immer noch. Deswegen liebe ich jetzt die erste Sweet Bonus, was ich jetzt gemacht habe bei dem Training. Man darf zweimal angreifen, das ist schön. Kovagamon war zum Glück ein bisschen einfacher. Ja. Eigentlich hätte ich auch einen Heat-Cutter machen können, aber irgendwie wollte ich ja MP sparen. Frag mich nicht wieso. So, und weg mit dir. Ist jetzt da? Ja, wunderbar. Kunemon. Oh ja, Kunemon. Also er hat sein stärkstes Digimon rausgeschickt. Als erstes. Das kann man auch machen, aber trotzdem ist es ein bisschen nicht gut. Lecker. Das ist nicht wirklich schön. Wenn du weißt, du hast ein erstes Digimon ganz vorne gestellt, was stark ist, und der hintere ist voll schwach oder so. Nee, lieber als die Schwachen zuerst, als die Starken zu benutzen. And then, oh, what are you talking? You better watch out, I will get you next time. Don't forget me, sayonara, zaka. Ja, zaka und die voll. Wie ist zaka? Wer zackt am meisten? Dann ist sie ja wirklich am rumfluchen. Nein. Smoy. Eigentlich hätte ich Smoy nicht benutzen brauchen. Eigentlich. Ich hoffe, ich komme jetzt in diesen Eldorado mal rein. Aber ohne Eldorado brauche ich nicht zum Schwarzmarkt hinzugehen. Einer Brown Path. Oscar City, ja. Wie man hier sieht, ist unten geht man auch schon weg. Aber hier ist niemand. Bloß auf hätte ich auch keine mehr bekommen oder so, ne? Aber eher nicht. Ja, doch, ein Booster vom letzten Mal noch. Agumon ist eine gute Karte. Dem Devilman ist eine gute Karte. Mon ist auch noch eine gute Karte. Ja, wieder Agumon gut. Renamon ist gut. Mon ist wieder gut, ja. Tortomon ist gut. Zolmon ist ganz gut. War ich froh, dass ich Tortomon bekommen habe und Zolmon. Wemon ist ganz gut. Und schwarze Energie wird dir Black Energie, genau.
Auf jeden Fall muss ich hier 13.000, 10.000, 5.000 Dinger noch Bits sammeln, um die Kapsel hier zu kaufen. Die Frage ist ja nur, weil die sind ja auf Champions Level und Champions Level brauchen ja ein Punkt Ebene oder zwei, nee, zwei Punkte Ebene. Ach stimmt, Elora, da konnte ich ja schon rein. Ganz vergessen. Ich konnte schon mit Eldorado schon rein. Ja, doch, konnte ich schon rein, ja, doch. Bin ja gerade überlegen gewesen, ob ich wirklich da rein konnte. Und Schwarzmarkt sind die Items ein bisschen teurer. Aber es macht wirklich Spaß, die Jungen mit Zato 3 zu spielen. Es macht wirklich Spaß. Lampshop. Hier war ich kurz überlegen gewesen, wo könnte nochmal gehen und sein, aber naja. Hier kommen wir zum Schwarzmarkt. I miss as well as the manager of this store. The item each demon can equip. They have the smith shop. Oh, is that Eldorado ID? Then you are one of the Uyos to come with me. Ja, das Schwarzmarkthandel ist sehr schön. Und man kriegt so viele Sachen billiger und man kriegt Sachen auch. Erkennung, this is the black market. You can't find most of these items anyway. Du kannst weiße Items nicht finden, außer hier. Und somit hat er recht. Power Shards nun mit 12 Bit. Also, ich weiß nicht, wie viel ein normaler Shop kostet, aber auf jeden Fall ist das billiger. Und 120, ja, auf jeden Fall. Habe mir erstmal eine ganze Menge mal gekauft. Ich glaube 50 Stück, ja. Dann habe ich leider Gottes ein bisschen zu viel gekauft davon. Aber das war mir egal gewesen. Ja, Hauptsache Schwarzmarkt. Hauptsache Schwarzmarkt. Also mir ist egal, was irgendjemand sagt. Aber Schwarzmarkt auf jeden Fall. Eigentlich bevorzuge ich keinen Schwarzmarkt. Aber in Spielen, ja. Heavy Armor Shop. Ja, sieht man richtig die Waffen. 5000 Bit und alles. Oh, wie man Attacke hochgeht, aber so richtig hochgeht. Ja. Aber deswegen ist halt die Mod 2003 wirklich nur am Farm. Oder Brighton besser gesagt, ein gutes Item zu bekommen. Und das ist der Heavy Armor ist schon ein ganz guter Shop. Das Problem ist ja nur, wie gesagt, ich habe kein Geld dazu. Wenn man überlegt, dass das Schwert hier fast 100 Attacken mehr gibt. Weil es ja noch, glaube ich, ein Hinder ist sogar, ne? Aber auf jeden Fall werden die nächsten Parts dann auf jeden Fall gefahren, bis ich die Waffen hier habe. Kann ich schon mal vorfahren. Jo, machen wir inne. Wild Welt oder Dark Powers, ja. Es gab so viele Sachen, wo was ich eigentlich ausrüsten könnte und so alles, aber na gut. Strange Clocks, Strange Darkness. Okay. Wow. Das sollte nicht passieren. Ja, Bildschirm ist gerade wieder schwarz geworden. Was denn mein Bonus? So, Ravenboom. Ich habe mir nichts gekauft. Okay.
Und somit haben wir schon fertig. Only select few can hier. Okay. Nur wenigen kommen können hier vorbeikommen. Und auf jeden Fall habe ich jetzt geschafft, nur noch 39 Sekunden. Also bin ich froh. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es tut mir leid, dass es ein bisschen lange gedauert hat. Mit Digimon World 2003, aber es war wirklich so dieses Datensuchen und so alles weiter und so fort. Ich habe die Daten gefunden, ich bin froh, ich habe die jetzt schnell wirklich nachkommentiert. Und ja, ich hoffe, man sieht sich in dem nächsten Part wieder. Und ja, bis dahin.